Jo Leute, was geht? Ich bin so Rebecca, ich bin wieder da mit einem neuen 3 Uhr nachts Video und ich habe eine neue verfluchte Nummer. Ja, ihr hört richtig. Und zwar, nein, ich habe sie diesmal nicht selbst gefunden, sondern jemand aus Team Becky hat sie gefunden. Auf jeden Fall wurde mir die Nummer über Instagram DM zugeschickt. Und zwar ist das die Nummer von Frozen, beziehungsweise von Elsa aus Frozen. Ja, ihr hört richtig. Mir hat ein Mädchen geschrieben. Ich blende euch das gleich mal ein. Ich werde aber ihren Namen unkenntlich machen, beziehungsweise ihren Account, weil sie wollte nicht erkannt werden und das respektiere ich natürlich. Aber auf jeden Fall hat sie mir geschrieben, dass eine neue verfluchte Nummer gefunden hat. Die soll angeblich von Elsa Frozen sein und sie fragte mich, ob ich die mal anschreiben könnte, beziehungsweise anrufen könnte, weil sie sich das selbst nicht traut. Also machen wir das einfach mal. Ich glaube nicht, dass Elsa aus Frozen wirklich gruselig ist. Also ich meine, was ist gruselig an Frozen? Okay, es ist schon ein bisschen mysteriös und so weiter in dem Film meistens, aber ich finde es jetzt nicht wirklich gruselig. Ich werde es auf jeden Fall mal machen. Ich hoffe, ich unterschätze das Ganze nicht. Ich bin ja so ein Opfer, was um 3 Uhr nachts irgendwie sämtliche Nummern immer anschreibt und anruft. Aber okay, bei der traue ich mich das. Ich werde das durchziehen. Ich weiß noch nicht, was ich ganz so genau Elsa fragen soll, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall werden wir als erstes mal WhatsApp abchecken, weil sie meinte, ihr wurde was angezeigt, also das Bild und so weiter. Und das machen wir auch einfach mal. Wir speichern die Nummer ein und dann gucken wir mal, ob da was angezeigt wird. Und danach, ja, schreibe ich sie an. Wenn ich irgendwas zurückbekomme, werde ich mal schauen, ob ich sie anrufen kann. Ob mir vielleicht irgendwie FaceTime angezeigt wird oder ja, ob ein WhatsApp-Anruf möglich ist oder sowas. Und dann schauen wir mal. Schreibt mal jetzt in die Kommentare übrigens, welche Figur aus Frozen mögt ihr eigentlich am liebsten? Also ich liebe Olaf. Olaf ist so süß. Gibt es auch eine verfluchte Nummer von Olaf? Ich brauche die. Jetzt mal ganz im Ernst. Wenn du auch noch Olaf findest, schick mir Olaf. Wer ist Team Olaf? Der springt jetzt den Daumen nach oben. Ich bin mal gespannt, ob wir mindestens 30.000 Leute finden, die Team Olaf sind. Wie viel Zeit haben wir noch? 30 Minuten. Oh mein Gott. So lange muss ich noch rumbekommen? Ernsthaft jetzt? Okay, ich bin jetzt aber, um ehrlich zu sein, trotzdem ziemlich nervös, jetzt die Nummer 1 zu speichern. Keine Ahnung, wenn sie schon sagt, sie traut sich nicht. Was wurde ihr bitte angezeigt? Ich rechne gerade mit dem Schlimmsten, ich zitter schon. Okay, Moment, ich muss jetzt die Nummer eben schauen. Okay, ich habe sie, die speichere ich jetzt ein. Elsa. Okay, und jetzt gehen wir mal auf WhatsApp. Moment. Gucken, wo ist sie da? Leute, mir wird wirklich was angezeigt. Das Bild hat sie drin. Oh mein Gott. Ich meine, da sieht sie ein bisschen streng aus, um ehrlich zu sein. Aber das ist Elsa. Oh mein Gott. Was hat sie als Status? Sie hat nur eine Schneeflocke drin. Sonst nichts. Da steht nichts. Da ist einfach nur eine Schneeflocke drin. Aber okay, das ist jetzt nicht unbedingt das sympathischste Bild von Elsa. Jetzt verstehe ich, warum sich das nicht ganz so sehr traut, aber ja, der Status ist ziemlich neutral. Es ist einfach nur eine Schneeflocke. Da steht echt gar nichts, aber keine Ahnung. Ich hoffe, es funktioniert. Sie ist auf jeden Fall nicht online. Ja, okay. Warten wir ab bis 3 Uhr, dann sehen wir uns wieder. Ich verbinde so lange jetzt mein Handy und ja, bekomme irgendwie hoffentlich die Zeit rum. Also bis nachher. Okay, Leute, wir haben es jetzt Punkt 3 Uhr. Okay, schauen wir jetzt Elsa an. Hallo? Es wurde jetzt nicht... Es wurde zugestellt! Es wurde zugestellt! Passiert was? Doch, sie ist online. Ist... Oh mein Gott, schnell. Ist da Elsa? Leute, ich bin so nervös. Sie ist online. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Soll ich vielleicht nach Olaf und Anna und so fragen? Elsa, antworte bitte. Sie hat mit einer Schneeflocke geantwortet. Oh mein Gott! Es ist zwar nur eine Schneeflocke, aber sie hat geantwortet. Also, bist du... Verdammt! Elsa aus Frozen? Oh mein Gott, never ever. Jemand hat tatsächlich geantwortet. Mal gucken, was sie darauf sagt. Wieder eine Schneeflocke. Sie schreibt, sie schreibt, sie schreibt. Leute, ich bin gerade so nervös. Was sagt sie wohl? Ja, und wer bist du? Also bislang klingt sie echt nett. Ich bin Rebecca. Ich glaube, ich kann ihr das einfach sagen, weil... Ich meine, das ist Elsa, hallo?
die kommt mir echt nicht so creepy vor. Also das Bild ist jetzt auch nicht so schlimm. Ist zwar nicht das sympathischste und beste Bild von ihr, aber können wir einfach mal raushauen. Ich bin Rebecca und habe die Nummer bekommen. Ich wollte mal schauen, ob sie echt ist. Sie ist wieder offline gegangen. Nein, komm wieder online, Elsa! Mann! Ich will mit dir chatten. Sie ist wieder online. Sie ist wieder online. Von wem? Das kann ich ihr nicht sagen. Also ich werde nicht ihren Namen erwähnen. Kann ich dir leider nicht verraten. Tut mir leid. Soll ich sie fragen, ob ich sie über FaceTime anrufen kann? Moment. Aber könnte ich dich über FaceTime anrufen? Oder du mich? Das wäre mega. Falls du das hast. Mal gucken, was sie sagen wird. Meint ihr, sie wird sich zeigen? Also wenn es kein Troll ist, also kein Hans Wurst. Schneeflocke. Was ist für eine Antwort? Ja oder nein? Was ist das? Also wenn es kein Hans Wurst ist, wird sie sich zeigen, okay? Das muss eine Elsa sein. Ich kann mir das schwer vorstellen. Warte, also ja. Vielleicht frage ich mal jetzt nach Olaf, Anna und Christoph. Sind Olaf, Anna und Christoph auch bei dir? Das wäre so cool. Sie ist wieder offline gegangen. Hat sie es jetzt gelesen? Ich das fragen soll? Ich weiß nicht. Sie ist wieder online. Sie schreibt nicht. Oh mein Gott, mein Herz gerade. Warum antwortet sie nicht darauf? Sie ist wieder offline gegangen. Oh mein Gott, ich fühle mich gerade wie ein Stalker. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal schreiben sollte oder abwarten. Vielleicht dauert das ein bisschen, aber sie hat gerade richtig schnell geantwortet. Soll ich sie nochmal fragen oder soll ich sie direkt anrufen einfach? Weil sie kommt nicht online. Was ist das? Oder soll ich noch ein bisschen warten? Oh mein Gott, mein Handy hat gerade FaceTime anrufen angezeigt. Und es ist Elsa. Oh mein Gott, Mann. Fokus, mach endlich mal. Oh mein Gott, seht ihr das? Okay, ich geh mal ran. Elsa? Elsa? Bist du das? Oh mein Gott, irgendwie ist mir voll kalt. Oh mein Gott, sie ist wirklich reingegangen. Aber mir ist so kalt geworden. Ich wünschte, ihr könntet gerade meine Hände spüren, aber die sind richtig kalt. Aber ich meine, ich habe ihr blaues Kleid gesehen. Ihr auch, oder? Und irgendwie so Glitzer und dann, keine Ahnung, hat sie ihre Hände in die Kamera gehalten und hat sie die eingefroren. Habe ich das richtig gesehen? War das echt so? Ich weiß nicht. Mir ist richtig kalt geworden. Ich weiß nicht, irgendwie, das kam durch die Nummer. Auf jeden Fall. Das kann nicht anders. Aber was war das? Was zum Teufel war das? Was bedeutet das, Leute? Schreibt es mal jetzt in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das zu bedeuten hat. Warum ist mir so kalt geworden? Mir wird langsam immer kälter. Hat sie ihre Kamera... Ey Leute, was ist los hier? Was ist los hier? Oh mein Gott! Was ist los hier? Warum sind die Lichter ausgegangen? Ey Leute, das Licht geht nicht mehr an. Ich krieg's nicht mehr an. Die andere Lampe? Ist auch nicht mehr. Hey, geht das Hauptlicht? Scheiße, was ist da? Oh mein Gott, das ist voll kalt! What the? Ich bin da voll reingetreten. Hier ist Eis. Oh mein Gott, hier ist eine Karotte, hier sind zwei Stöcker. Wie geht das? Ich bin da voll reingetreten, ich wollte gerade das Licht hier anmachen. Hier, was übrigens auch nicht geht. Was macht das hier? Soll das irgendwie Olaf sein? Teile von ihm oder was ist das? Sieht mir aus wie solche, hier solche Eisstücke sind das, seht ihr das? Mir war auch so kalt. War Elsa hier oder was? No way. Wie kommt das hierher?
Warum geht das Licht nicht mehr? Wer war das?